Der junge Mann, den wir hier sehen, ist nicht etwa auf der Flucht. Er ist Funkamateur und gerade auf einer sogenannten Fuchsjagd. Sein Ziel, er will einen Sender finden, der von den Initiatoren des Wettbewerbs versteckt wurde. Dazu nutzt er einen kleinen Peilempfänger, um den Standort des Senders ausfindig zu machen. Die Fuchsjagd ist nur einer von vielen Wettbewerben, die der DARC, der Deutsche Amateurradio-Club, ausrichtet. Deutschlandweit gibt es ca. 85.000 Funkamateure. Über die Hälfte davon sind im DARC organisiert. Sie verfolgen ein gemeinsames Hobby, den Funksport in vielen verschiedenen Richtungen. Der Grundgedanke ist natürlich der Funk, alles über die Funkschnittstelle zu übertragen. Nun haben sich daraus einige Spezialgebiete gebildet. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe von Amateuren, die bauen Satelliten und lassen diesen Satelliten ins Weltall schicken. In der Zwischenzeit sind es internationale Projekte geworden. Die können nicht mehr von einem Land alleine gebaut werden und gestartet werden. Das machen viele zusammen. Einer der ersten Satelliten, die im Weltraum waren, war zum Beispiel ein Amateurfunksatellit. Hat zwar nur 2 Wochen gelebt, aber er war mal oben. Der Funksport ist ein sehr vielseitiges Hobby, das nicht nur gesellig ist und Kontakte zu Funkamateuren in aller Welt verschafft, sondern auch das grundlegende naturwissenschaftliche Verständnis fördert. Der Amateurfunk entwickelt sich ständig weiter. Und um technisch auf dem Laufenden zu bleiben, haben wir unser Fachmagazin CQDL, wo wir eben Beiträge über Geräte, über Antennen und alles, was sich entwickelt auf dem Markt, vorstellen. Dazu gibt es Neuigkeiten rund um den Amateurfunk im In- und Ausland und Aktuelles zum Clubgeschehen. Die Zeitschrift lebt von den Beiträgen der DARC-Mitglieder. Denn DARC-Funkamateure sind eine starke Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft und voranbringt. Hier ist Delta Lima 0, Delta Lima, DL 0, DL, Delta Lima 0, Delta Lima mit dem Deutschlandrundspruch. Hallo liebe SWLs, YLs und OMs. Damit die Funkamateure immer auf dem aktuellen Stand bleiben, versendet der DARC jeden Donnerstag um 17.30 Uhr Weltzeit auf 3777 kHz den Deutschland-Rundspruch. In der Sendung geht es um Themen rund um den Amateurfunk und sie kann in ganz Deutschland empfangen werden. Den Rundspruch gibt es außerdem auch als wöchentliches Newsletter-Abo. Klicken Sie mal rein auf www.darc.de. Neben aktuellen Informationen bietet die Internetseite auch einen großen Mitgliederbereich. Hier tauschen sich die Funkamateure im Forum aus, bekommen wichtige Infos aus ihren Ortsvereinen und können auf ein großes, kostenloses Softwarearchiv zurückgreifen. Auch hier kann man sich intensiv über den Amateurfunk und die Leistungen des DARC informieren. Der jeweilige Ortsverband ist der Treffpunkt, an dem das eigentliche Vereinsgeschehen stattfindet. DARC-Mitglieder knüpfen hier interessante Kontakte und tauschen ihre neuesten Erkenntnisse aus. Die Möglichkeit, Clubabende zu besuchen und an der Funkamateurgemeinschaft teilzuhaben, ist eine der wichtigsten Leistungen, die eine DARC-Mitgliedschaft bietet. Wir haben völkerverbindende Aspekte. Freundschaften über die ganze Welt, die sich dann auch oftmals in gegenseitigem Besuch äußern. Es ist eine tolle Kameradschaft, es ist jung und alt, es sind sogar auch ein paar Mädchen, also nicht nur reiner Männerbetrieb, auch ein paar Mädchen dabei. Man braucht natürlich einen starken Verein im Hintergrund, ohne Verein geht es nicht. Ja, und ohne DARC hätten wir die Rahmenbedingungen nicht für das Hobby. Ja, und deswegen ist ganz klar, dass man Verein braucht. Mein Vater und mein Bruder, die waren schon in dem Club und am Tag der Technik bin ich mitgegangen mit meiner Mutter und dann habe ich auch gelötet und ich habe gesagt, das macht mir Spaß und dann habe ich gefragt, ob ich hier auch mitmachen kann. Noch mehr Kontakte lassen sich jedes Jahr auf der Ham Radio in Friedrichshafen knüpfen. Europas größte Messe für Amateurfunk wird auch vom DARC koordiniert. Dort kann man Funkamateure aus der ganzen Welt treffen. Eine ideale Möglichkeit, den Kontakt, den man per Funk gemacht hat, durch ein reales Treffen zu erweitern. Die Ham Radio bietet jedoch noch mehr. Neben zahlreichen Wettbewerben kann man hier auch die neuesten Produkte der wichtigsten Hersteller anschauen und eingehend testen. Dazu bieten viele Funkamateure neue und gebrauchte Technik zum Kauf an. Auf der Messe geht es natürlich auch immer um Frequenzen.
Der DARC setzt sich dafür ein, dass die Bänder, die die Funkamateure benutzen, geschützt werden und auch in den nächsten Jahren den Hams weiter zur Verfügung stehen. Denn das Frequenzspektrum wird immer mehr auch von anderen Funkdiensten genutzt. Der Vorstand des DARC pflegt dazu intensiv zahlreiche Verbindungen zu Politik und zu den entsprechenden Gremien. Nur als starker Verband ist es möglich, Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen, die die Zukunft des Amateurfunks maßgeblich beeinflussen können. Auch deshalb ist es wichtig, als Funkamateur Mitglied im DARC zu sein. Die Amateurfunkfrequenzen gibt es ja schon sehr, sehr lange. Quasi sind es ja die Funkamateure gewesen, mit die das Funken und damit auch den Rundfunk erst gegründet und entwickelt haben. Wir wissen ja, dass das Frequenzspektrum nur endlich ist. Man kann jede Frequenz nur einmal verwenden. Und die kommerziellen Anwendungen nehmen natürlich stetig zu. Stichwort Handys, drahtlose Verbindungen, drahtlose Netze, sodass der Bedarf an Frequenzen stetig steigt. Wer das Hobby Amateurfunk aktiv betreibt, ist meistens auch Sammler. Jede Station, die man im Fernbetrieb erreicht, bittet man um eine Empfangsbestätigung, eine sogenannte QSL-Karte. Umgekehrt möchte diese Station sicher auch eine QSL-Karte von Ihnen haben. Wenn zwei Funkamateure eine Verbindung miteinander haben, dann tauschen die gerne solche kleinen Kärtchen aus. Wir haben hier eine Karte, die kommt aus Korea und geht jetzt an einen deutschen Funkamateur. Und hier an den Arbeitsplätzen wird das deutsche Rufzeichen eingegeben. Der Computer schaut in der Datenbank nach, in welchem Ortsverband diese Person Mitglied ist und bringt dann eine CMC7-Kodierung auf die Karte auf. Und mit dieser CMC7-Kodierung können wir dann die Karte an der Maschine weiterverarbeiten und dementsprechend einen Empfänger zuweisen. Der DARC unterstützt seine Mitglieder bei der Organisation des QSL-Kartentauschs. Er übernimmt dabei die komplette Abwicklung und das ohne Extrakosten. So bleibt dem Funkamateur genügend Zeit, sein Hobby zu betreiben, ohne in Schreibarbeit zu versinken. Denn es sind mehr als 5,5 Millionen QSL-Karten, die jedes Jahr national und international durch den DARC vermittelt werden. Nachdem die Karten kodiert wurden, von den Damen erfasst wurden sozusagen, kann diese Maschine die Karte einlesen und auf die einzelnen Distrikte vorsortieren. In der zweiten Sortierung werden die Karten dann auf die Ortsverbände sortiert und am Versandtag dann verschickt. Pro Minute kann diese Maschine 300 Karten verarbeiten und somit können wir dann die Monatsleistung von ca. 200.000 bis 300.000 Karten abarbeiten. Der DARC arbeitet daran, dass der Technologiestandort Deutschland weiterentwickelt wird und speziell der Amateurfunk eine Zukunft hat. Wer aktiv in den Amateurfunk einsteigen möchte, muss bei der Bundesnetzagentur eine Fachkundeprüfung ablegen, um auf bestimmten Amateurfunkbändern senden zu dürfen. Hier steht der DARC seinen Mitgliedern mit Lehrmaterial, Kursen und aktivem Training zur Seite. In Abend- oder Fernkursen wird hier das nötige praktische und theoretische Wissen vermittelt, um die Prüfung zu bestehen. Wer die Prüfung erfolgreich abgelegt hat, erhält sein weltweit einmaliges Amateurfunk-Rufzeichen. Der Vorteil ist natürlich, dass im Club hat man viele, die das gleiche Hobby haben und da viele Erfahrung haben. Dann kann man gewisse Sachen besser machen, als wenn man es als Einzelkämpfer macht. Für mich steht immer dieses Menschenverbindende im Vordergrund. Also, über Ländergrenzen hinweg, über politische Grenzen, weltweit mit Leuten in Kontakt zu kommen. Wenn man mich bis vor 3 Jahren gefragt hätte, ob ich jemals in einem Verein tätig wäre oder werden würde, hätte ich zu jedem gesagt, du hast einen Vogel, niemals. Aber hier hängt mein Herzblut drin. Das macht einfach Spaß. Der DARC sorgt für den starken Verbund der Funkamateure in Deutschland. Er gibt Hilfestellung in vielen Bereichen, liefert Informationen und sorgt für eine starke Präsenz des Amateurfunks in der Öffentlichkeit. Über 40.000 Mitglieder, mehr als 1.000 Ortsverbände. Ein Verein. Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt.